Willkommen zurück bei FA17. Heute zeige ich euch 6 Übungen, um eure Ballführung zu meistern. Kommen wir zu der ersten Übung, Inside-Stoß. Wir ziehen den Ball mit der Sohle zurück. In selber Bewegung führen wir den Ball mit der Innenseite zur anderen Seite. Dort wechseln wir den Fuß und beginnen wieder von vorne. Kommen wir zu der zweiten Übung, Außenseitestoß. Es folgt derselbe Ablauf wie bei der ersten Übung, nur dass wir den Ball mit der Außenseite zur anderen Seite führen. Kommen wir zu der dritten Übung, Innenseite-Vorwärtsstoß. Wir ziehen den Ball mit der Sohle zurück. Im selben Ablauf führen wir den Ball mit der Innenseite zur Mitte. Dort stoppen wir den Ball nach vorne mit dem anderen Fuß und beginnen wieder von vorne. Auf der anderen Seite angelangt, wechseln wir den Fuß und beginnen von vorne. Die vierte Übung ähnelt der dritte, nur dass man in der Mitte den Ball mit der Sohle zwischen die Hütchen führt. Die fünfte Übung ist das L-Drag-Push. Bei der L-Drag-Push ziehen wir den Ball mit der Sohle zurück, führen es dann im selben Ablauf in der Innenseite an dem Standbein vorbei und wechsel dann auf der anderen Seite den Fuß und beginn von vorn. Kommen wir zu der letzten Übung, V-Cuts. Bei der V-Cuts ziehen wir den Ball mit der gegenüberliegenden Fuß zurück, führen es dann mit der Innenseite V-artig zur Mitte. Dort wechseln wir dann den Fuß und beginnen wieder von vorne. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht, gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram-Account vorbei. Und vergiss nicht, Salat zu machen. Alles gut.